So, Dankeschön fürs Einschalten. Grüß euch. Nautilus 2 habe ich euch schon mal gezeigt. Jetzt kommt von iJoy, vertrieben über Ricardo, der 11. Und den schauen wir uns jetzt an. Haben da eigene Coils, sind aber genau baugleich mit den Nautilus Coils. Ich werde im Video ein paar Mal das erwähnen. Coils ist dabei 0,5 Ohm und 0,7 Ohm ist eingebaut. Der 0,5 Ohm wird betitelt mit 25 bis 35 Watt. Wer schon längere Seriengeräte dampft, und es gibt andere Hersteller auch von die Coils oder auch von Nautilus mit 0,8, 0,5. Und ich sage ganz zum Schluss noch mal ein paar Worte dazu, was ich herausgefunden habe, was man das Gerät am besten dampft, ohne dass es Probleme macht. So, und deswegen marschieren wir gleich nach unten. Viel Spaß. Lasst euch nicht irritieren. Das Produkt ist von iJoy, wird aber über Ricardo zum Beispiel vertrieben und dann ist das auch auf der Verpackung drum. iJoy, der 11. Ist eigentlich simpel verpackt. Da haben wir englische Betriebsanleitung mit ein paar Daten drauf und ein paar Beutel drauf. Interessiert uns jetzt nicht so. Es ist ein Ersatztank dabei und es sind Ersatz O-Ringe in Rot dabei. Und dann ist ein Ersatzcoil dabei mit 0,5 Ohm und 0,7 Ohm sind eingebaut. Gehen wir mal ein bisschen auf das Gerät ein. 2 Milliliter soll er haben. Dann gibt es ihn in Weiß, in Gold, in Teal und das ist der in Schwarz mit einem Resin-Triptipp. Durchmesser ist 22 mm. Die Ähnlichkeit zum Nautilus 2, wie der Aufbau ist, kann man nicht verleugnen. Ne? Wir haben auf einer Seite Airflow, weil das ist ein Mund-zu-Lunge-Gerät, also es wird als Einsteigergerät und Mund-zu-Lunge-Gerät. Und wir haben die Möglichkeit, die Airflow von Anschlag zu Anschlag, 5 Bohrungen, stufenlos einzustellen, unseren Zugwiderstand. Eins vorweg, selbst wenn er ganz zu ist, kann ich nur, also ganz zu, seht ihr es, wenn ich mache, bleibt irgendwie noch ein bisschen was offen. Und man kann dann mit ganz strengem Zug dampfen. Das Resin-Triptipp, das war so dabei bei dem, das hat 2 O-Ringe. Wir haben ein Topfüllsystem, das heißt, wir nehmen nur da, das schrauben wir oben das Teil runter. Da sage ich aber noch was dazu. Immer aufpassen, da der O-Ring drin. Da, die haben jetzt in Schwarz. In Ersatz haben aber 2 rote dabei. Dann können wir die Hülse oben da. Die Hülse, seht ihr, die ist dort weiter und da eng. Das heißt, die kann es nicht verkehrt auf wieder. Ja, schlüpft es nicht ganz auf, wie man bei uns sagt, sondern nur so. Also das Dreieck muss irgendwie nach oben stehen. Aber du kannst das nicht verkehrt auf machen. Ähnlich wie beim Nautilus 2 haben wir unten 2 O-Ringe mit dem Glastank. Der sitzt wirklich gut. Die O-Ringe noch einmal rein, ich habe das Gerät gereinigt. Ich tue es immer reinigen und entfetten mit heißem Wasser und ein bisschen spüle, gut ausschwemmen, trocknen. Macht es da kein Liquid nicht drauf, weil die O-Ringe, die Hand, die sollen ja dann den Tank auch wirklich halten beim Befüllen. Ja, ihr schrauft das runter und dann könnt ihr da seitlich einfüllen. Ja, nicht in mitten rein, sondern seitlich. Und nicht bis auf. Das ist ein bisschen, da müsst ihr aufpassen, weil da haben wir das ähnlich wie beim Nautilus 2, wenn es bis auf geht und ihr schrauft es dann dort zusammen, dann drückt euch das Liquid innen ein und er blubbert. Also geht es bis zu dem Gewinde, dann haben sie 2 Milliliter, wo das Gewinde anfängt bis zur Hälfte, also das Gewinde darf halb verdeckt sein. Das kann man seitlich schon sehen. Halt es ein bisschen schräg, lasst es einlaufen, bis der Stand da bis das Gewinde halb entwickelt ist und dann könnt ihr das wunderbar genauso wie beim Nautilus 2 draufschrauben. Dann ein Tipp noch. Beim Zuschrauben mit 2 Fingern. Ja, und so, dass da der Spalt geschlossen ist und nicht weiter dran. Das reicht, das man spürt das, dann greift der O-Ring, jetzt greift er, dann macht man nur Viertelumdrehung. Dann kommt da unten die Airflow
Da muss zu sein. Und dann hört es auf. Warum? Sage ich euch, wenn es jetzt da richtig fest oben anschlafst, die Top Cap, ja, richtig fest, dass das fester Anzug ist, als wie die Coil unten eingeschraubt ist, dann geht die Coil wieder mit raus. Ja. Das war im Neuzustand so, weil noch alles festgesessen ist und dann schaut das so aus. Das heißt, der Coil ist dann an der Top Cap dran und dann müssen da wieder in das Liquid reingelangen, ja, weil meistens ist ja vorher der schon gelaufen. Dann wie habe ich die Finger wieder voll und dann muss ich da wieder am Gewind nehmen, nicht da herunten und muss das wieder rausschrauben. Und da muss ich ja gleich noch was sagen, immer ganz wichtig, da drinnen dieser O-Ring in der Mitte, der kleine. Ja, das heißt, die Coil wird ja von oben abgedichtet. Und deswegen sage ich, jetzt haben wir ungefähr das halbe Gewind. Seht ihr es? Da hat er herummert, wo der Coil angeschlaft wird. Und das bis daher macht das Liquid. Weil das Liquid dürfte dann, wenn es verdrängt wird, von der Kappe verdrängt wird, dann hat es noch immer vom halben Gewinde bis daher, das sind gute 4-5 mm, was verdrängt werden müsste, damit es oben reinläuft und das Ganze zum Siffen und zum Blubbern anfängt. Das heißt, wenn ich jetzt die Kappe da drüber tue, jetzt versuche ich es euch schräg zum zeigen, seht ihr, da ist er nur Spalt, ja? Das heißt, der Coil ist ja schmaler als wie die Hülse da. Aber das Material von der Hülse wird man das Liquid verdrängen und nach oben drücken. Und dann oben einlaufen, wo es nicht hingehört. Ja? Und deswegen sage ich, das Liquid maximal so einfüllen, von unten jetzt gesehen bis daher. Weil das, was jetzt verdrängt wird, innen nach oben, ist der Weg nicht mehr so weit. Und dann merkt man, jetzt greift der O-Ring innen. Also jetzt kann es gar nicht mehr durchlaufen innen, weil der O-Ring da drinnen, was ich euch gesagt habe, der kleine ist schon abdicht. Das spürt man dann. Ja, ihr seht selber, wie weit das die Kappe oben geht. Schaut mal das an. Und so weit der Weg ist, so weit verdränge ich ja Liquid nach oben. Das müsst ihr einkalkulieren. Ja. Also den Coil immer gut anschrauben, Glastank drauf. Und dann, wie vorher schon gesagt, ich mache das mit zwei Fingern. Und jetzt merke ich, jetzt geht es strenger, weil der O-Ring da drinnen greift. Ja, der fängt jetzt schon an zum Abdichten. Da mache ich nur noch den Spalt zu. In dem Moment, wo unten die Airflow sich mitdreht, höre ich dann auf. Ja, da ist nichts locker und da schäbert nichts und gar nichts und das reicht. Aber ich habe immer die Sicherheit, selbst wenn der Tank halb voll ist und ich möchte nur mal ganz voll machen, weil ich schnell wo hinfahren muss und ich weiß nicht, ob ein halber der Tank gelangt. Ihr wisst, das sind so Situationen einfach aus dem Leben raus. Dann kann ich auch einen halben Tank einfach da aufmachen, ohne dass man den Coil mit rausdreht. Das ist der andere Nachteil. Dreht man den Coil mit raus und ich habe noch ein bisschen Liquid drin, dann habe ich da unten Zoss. Gell? Dann fängt er an zum Überlaufen. Eigentlich, wenn man ein bisschen logisch denkt, ganz einfach. Jetzt die Rifflung und unten ist das Gewinde. Ihr könnt es da oben mit der Gießkanne rein. Ja? Halt es ein bisschen schräg und dann müsst ihr halt mit dem Kopf ein bisschen nach unten gehen und seitlich schauen. So, und jetzt schaue ich mal, ob ich es für euch reinbringe. Jetzt kippe ich noch mal ein bisschen. Jetzt geht der Stand nach unten, aber wenn ich grob bin, dann bin ich so Anfang bis Mitte vom Gewinde. Ja? Also das da lasse ich ihm drüber. Ganz einfach. Weil das ist nämlich genau das, was die Kappe, vielleicht kann man das seitlich auch sehen, wenn ich es jetzt raufschraube und die laufen wirklich super, die Gewinde, also da gibt es überhaupt nichts, aber es ist ein langer Weg, seht ihr es, da muss ich schon lang dran und ein weiter Weg nach unten. So, und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, fest. Zwei Finger, mehr braucht man nicht. Dann schraubt es aber einen Akkuträger. Ich habe jetzt da meine Vapro Salzbox im Tiger-Ding. Ich habe ja schon eine gewisse Zeit. Schrauben da mal schön auf. Auch handfest, auch immer so, dass es stabil ist, aber nicht übertreiben. So, ich habe mir das jetzt einmal ein bisschen eingestellt auf 3,5, 4 Volt, 14 Watt rum. Das ist der unterste Bereich, wo es auf der Coil steht. Und da werden wir das einmal eindampfen. So, ich blende euch jetzt ganz kurz ein.
Ich habe den 0,7 Ohm Coil. Aber mich stundenlang beschäftigt damit. Und ich bin ruhig. Ich bin sehr ruhig. Und jetzt schaut es euch an. Kann es euch nur sagen, das Teil kuckelt schon oder kommt ins Kuckeln schon bei 10, 11 Watt. Also nichts mit 25 oder 15 Watt oder 15 bis 25, wie ich eigentlich von Haus aus schon vermutet habe. Weil in der Größenordnung ist das schon ein bisschen utopisch. Also schaut euch das kurz an. So, jetzt werdet ihr euch wundern, warum ich euch nicht sage, wie das Teil dampft. Ich zeige euch jetzt den Coil nochmal. Da steht unten nur 11. Das ist ja nicht von Espire, sondern von iJoy. Also nochmal, 0,7 Ohm habe ich versucht zum Dampfen. Ich habe das jetzt 3-4 Stunden gekämpft. Und was glaubt ihr, was das Problem ist? Ja. Sogar bei 11 Watt hat er Nachflussprobleme und kommt ins Kuckeln. Ich habe ihn aber noch nicht angekuckelt, aber ich habe es gerade wieder rechtzeitig erwischt. Also es ist noch nichts verbrennt von der Watte. Dominik, das kann es doch nicht sein. So. Von wegen 15, 25 Watt. Ja, was so und so nicht funktioniert. Hat man dann jetzt den Coil nochmal angeschaut und unten die Bohrungen, die Liquid-Bohrungen. Ich habe es gemessen, die haben da 1,2. Jetzt nehme ich ein Original Espire, weil es gibt ja Fremdhersteller auch mit 0,7. Und ich glaube, dass man es schon sehen kann, wo der Wein. Die haben 2 mm. Ja. Und da steht 18 bis 23, okay. Da fällt es bei den Bohrungen fast ums Doppelte. Deswegen hat der Nachflussprobleme. Kann ich aber jetzt beruhigen, ich habe jetzt den 0,5 drinnen. Den Dampf habe ich jetzt nur Zeitl, dann komme ich zu dem Resümee. Kann ich aber sagen, mit 25, 35 Watt, da kennt ihr dreimal davon. So, dann zeige ich euch auch nochmal die anderen. Zum Beispiel, das ist der Kleppen von Espire. Seht ihr auch die Bohrung 2 mm oder 2,1, glaube ich sogar bei dem. Dann nochmal ein Original Espire mit 1,8 Ohm ohne Kleppen. Aber rein um die Bohrungen hat zum Zorn. Bei den Original Espire haben die Bohrungen, die Liquid-Bohrungen. Jetzt glaube ich, kann man es auch schon schön sehen. Ja. Schaut euch den linken an, den Espire, und rechts ist der von iJoy. Ich habe mir 5 so Coils noch gekauft. Zum Glück haben es die 0 immer nicht mehr gehabt und habe dann die 0,5er. Ja. Im Nachhinein bin ich jetzt froh, weil die kann man halbwegs dampfen. Aber da muss ich auch noch ein bisschen was dazu sagen. So, mittlerweile habe ich jetzt den 0,5er drin. Auf 12 Watt. Jetzt werde ich sagen, warum, da steht er 25 bis 35 Watt. Dampft den jetzt ungefähr den zweiten Tank. Der Tank selber ist klasse, da gibt es kein Problem. Das ist ein Coil-Problem und zwar sind es die iJoy-Coils, die wo da dabei sind. Also 0,5 Ohm, der hat größere Bohrungen. Der hat so große Bohrungen wie der Original Espire auch. Allerdings ist bei 25 Watt Kuckeln angesagt. Da kommt er nicht noch hin. Bei 17 Watt und voller Airflow. Ja, bei den Leistungen muss ich die Airflow sowieso voll aufmachen. Wenn ich es dazu mache, dann verbrennen wir es Lipperl. Ne? Und bei 17 Watt sogar, bei voller Airflow, wenn man jetzt ein bisschen zögerlich, wenn ein Einsteiger, der vom Raucher kommt, am Anfang ein bisschen verhalten dampft, weil er das noch nicht so heraustut, mit der Zugtechnik, ihr wisst ja selber, man muss ja das alles zuerst ein bisschen einigrieren. Und dann dampft er vielleicht ein bisschen verhaltener. Also, ihr habt gesehen, ich habe jetzt richtig verhalten bei 12 Watt. Das ist Wahnsinn, was da kommt.
Schmeckt aber gut an alles. Bei 17 Watt, wenn ich das mache, nach dem dritten Zug und komme da hin, ist es heiß. Bei 20 Watt ist es heiß und es kokelt. Da kann ich da, was ich mag. Ja? Und das bei einem normalen Standard-Liquid, meine Damen, meine Herren. Ja? Also VG braucht es da nicht probieren. Das kann nicht funktionieren. Also mit sehen ist auch. Also wie gesagt, ich bin jetzt da auf 12 Watt. Funktioniert recht gut. Kann sogar die Airflow ein bisschen auf so halber, also auf einen strenger Zug machen. Oh, schaut mal, das ist einfach praktischer Umsteiger. Gut. Das Problem ist jetzt das, wenn ich den mit 0,5 bei 12 Watt dampfen möchte, dann bin ich bei 2, knapp 2,5 Volt. Wenn jetzt das Teil jemand auf den Vision Spinner aufschraubt, weiß jetzt nicht, ob der bei 0,5 schon geht, aber bei 0,7, 0,8 gehen sogar die Eco-Akkus. Die habe ich selber sogar dampft in dem Bereich. Nur, die fangen bei 3,3 Volt an. Dann hat es schon wieder irgendwo bei 17, 18, 19 Watt. Das heißt, ihr braucht also einen Eistick 30, weil der 20er, der geht unter einem oben nicht. Oder einen Box, einen aktuellen Akkuträger, der wo oben regeln kann, Step-Down machen kann, dass den auch bei 0,5 Ohm mit 2,5 Volt, sprich 12 Watt, befeuern könnt's. Also das, und als Einsteiger, ja, darf mich nicht wundern, wenn einer sagt, dann nimm den 0,5er Coils und gibt dem dann einen Füßenspinner dazu. Ja, dann ist er gefriert. Ja. Und dann wird er nicht glücklich. Dann ist er enttäuscht und sagt, das Dampfen ist scheiße. Generell, der Tank ist in Ordnung. Ihr könnt es mit den Coils ausprobieren. Es kann jetzt auch sein, dass bei meinem Coil die Bohrungen ins Klo sind, dass vielleicht der Chargen dabei ist. Weiß ich nicht. Man darf aber auch nicht vergessen, iTrue hat eigentlich bis jetzt immer Hochleistungsgeräte gebaut, Open-Draw-Coils mit, wer meine Videos ein wenig kennt und so, die Combo-Serie und die EXO und. Möchten heute halt jetzt da vielleicht auch, wo, ist ja gut gemeint, aber da haben sie vielleicht die Erfahrung nicht. Meine Empfehlung ist, der Tank ist genau wie der Nautilus 2 aufgebaut und bei den Coils bleibt bei den Nautilus Coils. Nehmt euch die 1,6, die Original Espire oder die 1,8 oder die 1,8 mit Kleppen. Warum? Die machen keine Probleme. Und da muss ich halt einfach Kompromisse eingehen. Der 0,7er bei 10, 11 Watt nach dem zweiten Zug merke, dass er ins Kuckeln kommt, musst wieder aufhören, dann musst wieder trocken ziehen, Unterdruck aufbauen. Das ist für einen Einsteiger Kacke. Das ist auch für mich Kacke. Das macht keinen Spaß nicht. Du liegst auf der Couch, möchtest Fernsehen schauen und dann nach dem dritten Zug, Scheiße, jetzt kommt er schon wieder ins Kuckeln. Das ist nicht lustig. Ja? Aber wie gesagt, ich bin ruhig. Ja? Vor 2, 3 Jahren hätte ich mich ein bisschen anders aufgeregt. Sollte aber in der heutigen Zeit nicht passieren. Wenn ich schon so Coils nachbaue, dann muss ich vielleicht da schauen, dass ich es genau nachbaue. Und da sind die Bohrungen für die Liquidaufnahme ein ganz ein wichtiger Faktor, liebe iJoy. Oder wer immer das auch macht. Ja, die eigenen Coils, iJoy, da wird es nicht froh damit. Da braucht es gegen Espire nicht auch drin. So nicht. Ja. Halt euch, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Halt euch bei 1,2 bis 2 Ohm. Macht es sauber mit sauberen Bohrungen, dann habt ihr eine gute Chance. Aber so werden euch die Leute, die Coils, die nehmen es einmal her und dann kaufen sie es nie wieder. So ist es halt einmal und so ist es auch richtig. Ja, liebe Leute, Arrivederci, pfiat euch.